So, Hallöchen und herzlich willkommen zu FIFA 17 The Journey mit Alexander, mit meiner Wenigkeit. Ich bin der Frankonia und wir machen heute weiter. Wir haben ja Ende der letzte Folge haben wir ja trainiert die ganze Zeit. Jetzt können wir den Spielstil auswählen, ob wir mit der Mannschaft spielen oder nur Alexander spielen. Ganz ehrlich, ich möchte es halt doch ein bisschen realistisch sein, obwohl es dann vielleicht auch doch ein bisschen schwieriger ist. Möchte ich doch eigentlich nur mit Alexander spielen und so werden wir es auch auswählen jetzt. Sehr gut, Leute. Ihr habt wirklich tollen Einsatz gezeigt. Harte Arbeit im Training ist der erste Schritt, um ein Profi zu werden. Und davon habe ich heute viel gesehen. Einige von euch sahen sogar wie echte Spieler aus. In den nächsten Tagen werden die Scouts ihre Bewertungsbögen durchgehen, so wie ich. Manche von euch haben vielleicht Glück und kriegen einen Vertrag. Aber auch wenn das Handy nicht klingelt, gebt nicht auf. Bleibt weiter dran. Verbessert euch. Wenn ein Rückschlag allein euch aus der Bahn wirft, ist Fußball nicht das Richtige für euch. Okay, Jungs, das war's für heute. Viel Glück euch allen. Williams, der labert und labert. Wann hält er die Klappe? Lass ihn einfach labern, Alter. Hauptsache, wir können spielen. Hast recht, Mann. Aber wäre doch cool, wenn er rausfliegen würde. Mann, das wäre traumhaft. Echt großartig. Ich muss gleich zur Arbeit. Wird nicht mehr lange dauern. Denkst du, Alex geht es gut? Er hat viel über seinen Dad geredet in letzter Zeit. Vielleicht hat ihn der Druck des Sichtungslehrgangs etwas überfordert. Er hat gut gespielt heute. Hör mal, Catherine. Wegen Harold. Vielleicht hätte ich nicht ständig und immer zu allen Spielen reisen sollen. In mancher Saison war ich 10 Monate im Jahr fort. Aber du bist immer wieder gekommen, Jim. Du hast niemals deine Familie verlassen. Nein, ich folgte meinen Träumen. Harolds Verletzungen haben ihn letztendlich ruiniert. Ja, du konntest deinen Träumen nicht mehr folgen. Ich meine, du hast alles aufgegeben. Ich werd's wieder tun. Er will einfach so sein wie du. Unsere Eskorte. Hi. Hey, was sagst du, Großvater? Ja, das war eine super Leistung, Junge. Spitzenklasse, du warst phänomenal. Ich bin so stolz auf dich. Zu Recht, Mrs. Hunter. Vor allem, wenn es in der Familie liegt. Wuchtiger, zielstrebiger Stürmer, kampfstark, eiskalter Killer. Fast ein Vorläufer von Didier Drogba. 22 Tore, 68, 69. Sie sind Jim Hunter, richtig? Kenne ich Sie? Ich hatte früher Sammelkarten. Michael Taylor, Rising Stars Fußballagentur. Wir sind absolut die Richtigen für junge, potenzielle Talente. Und ihr Jungs habt Talent ohne Ende. Ihr sucht einen Repräsentanten, ruft an. Tag oder Nacht, Weihnachten, wann immer. Klar, danke. Wir denken drüber nach. Kommt gut nach Haus. Von dem habe ich gehört. Den gab's schon, als dein Dad noch spielte. Wir sollten ihn anrufen. Na los. Ja, der Großvater war aber, glaube ich, nicht so begeistert von dem Typen, ne? Hab ich so den Eindruck gehabt. Ey, wieso hat der einen Dorfabrickball? So, Sichtungslehrgangsleistung, exzellent, Rang 1. Wie geil ist denn das? So, was haben wir hier Hübsches? Viel Erfolg beim Sichtungslehrgang. Haben wir ja schon als... Oh, 7242 aktive Woche plus. Ach so. Doch leider keine Erwähnungen bisher. Naja, macht ja nichts, ne? Die Saison ist noch jung. So, machen wir doch gleich weiter. Hätte ich gesagt, gibt's ja hier nichts Neues. Bin jetzt auch gespannt, wo unser Weg hinführt. Alex, der Agent ist hier. Jim,
Was für ein Jammer, dass Sie Spieler waren, bevor das Geld der TV-Sender floss. Für Spieler wie Sie könnte ich prima Deals rausschlagen. Ja klar, uns ging's nicht ums Geld. Natürlich nicht. Publikumsliebling. Bodenständig und so, hm? Zeichnen Sie? Ich entwerfe, naja. Früher, ich würde gern wieder damit anfangen. Ist lange her. Da ist er ja, mein Lieblingsklient. Ich schweig mal. Sie erlauben ihm, Ihre Wand zu malträtieren, Mrs. Hunter? Er muss eben immer trainieren, naja. Was soll's? Ist nur eine Wand. Was führt Sie hierher, Mr. Taylor? Michael, bitte. Du bist der, der mich herführt. Kommen Sie, sagen Sie's. Was denn? Nachdem du bei mir unterschrieben hast, habe ich die Fühler ausgestreckt. Offenbar hast du viele ganz schön beeindruckt. Sie haben ein Angebot? Mehrere. Oh, echt jetzt? Ich habe seit Jahren keinen Kerl mehr aus den Sichtungslehrgängen gesehen, der für so viel Furore gesorgt hat. Junge Spieler wie du sind Gold wert, Alex. Jedes Team in der Liga reißt sich um deine Unterschrift nach der Leistung, die du gezeigt hast. Auf meinem Schreibtisch liegen stapelweise Angebote. Lass uns jetzt nur nichts überstürzen, okay? Die Top-Teams bieten dir etwas mehr Geld an. Aber du würdest natürlich auch seltener spielen. Doch nur durch viel Praxiserfahrung wird aus dir ein guter Spieler. Also lass dir Zeit, okay? Ist eine wichtige Entscheidung. Das war bestimmt nur so ein Geldabschneider, Alter. So, wähl den Verein, bei dem du unterschreiben möchtest. Premier League-Vertrag. Alter, wie geil ist denn das? Ein Wochengehalt, Crystal Palace, Alter. Spielen wir jetzt hier eine komplette Saison, oder was? Ich weiß ja nicht, wie das läuft. Ach, Menu kann ich gar nicht nehmen. Doch, Menu kann ich nehmen. So, Startelf brauchen 8,5. Boni. 1900 erzielte Tore, Vereinsziel 75, Pokalerfolg 32.000 Pfund. Was nehmen wir denn, Walter Masani, was nehmen wir denn, Alter? Ronald Koeman ist in Everton. Ich würde gern ein Ding nehmen, ne? Ich würde gern Man U nehmen, um ehrlich zu sein. Können wir da noch wechseln? Ich glaube, da können wir nicht mehr wechseln, ne? Komm, ich möchte mich wirklich bei Manchester United durchsetzen, das wäre ziemlich geil. Ach, mehr Infos? Würdest du United gerne wieder an die Spitze bringen? Hm? Seit Fergus Abgang schwächelt man ein wenig. Aber 20 Meisterschaften sind natürlich eine klare Ansage. Mit den Red Devils muss man nach wie vor rechnen. Vor allem unter José Mourinho, der schon überall Pokale gehamstert hat. Eines solltest du jedoch bedenken. Sie haben Offensivkräfte ohne Ende im Kader. Ibrahimovic, Rooney, Rashford, Martial. Von daher gesehen wäre selbst ein Bankplatz schon ein echter Kraftakt. Also das ist geil. Komm, wir machen mal alle durch. Eben weil ich es kann. Weil es mich auch sehr interessiert. Crystal Palace. Ein Team mit Ambitionen. Allerdings war man in der letzten Saison viel zu unbeständig. Einkäufe wie Andros Townsend sind ein Ausrufezeichen. Und Trainer Alan Pardew will das Team noch schneller und noch technischer machen. Als junger Spieler würdest du sehr gut zu den Eagles passen. Und darüber hinaus winkt dir bei ihnen auch noch jede Menge Spielzeit auf dem Feld. Nicht schlecht, Arsenal? Bei der Nachwuchsförderung gibt es kaum einen besseren Trainer als Arsène Wenger. Anelka, Henri, Fabregas, Welcott. Wengers Erfolgsliste ist schier endlos. Und außerdem hat er Arsenal auch zu 3 Meisterschaften und 6 FA Cups geführt. Zuletzt lief es zwar nicht immer für die Gunners, aber mit tollen Neuzugängen wie Granit Xhaka steckt der Kader nach wie vor voller Stars. Aber lass dich nicht täuschen. Arsenal gehört zu den Titelfavoriten. Also wirst du es nicht leicht haben, dort reinzukommen. Wenn du Spielzeit im ersten Team erhalten willst, ist Bournemouth ein gutes Pflaster. Trainer Eddie Howe, eines der vielversprechendsten Trainertalente der Liga, konnte den direkten Wiederabstieg verhindern.
Du könntest eine wichtige Rolle beim erneuten Klassenerhalt spielen. Vielleicht ja sogar noch mehr. Burnley will sich nach dem Gewinn der Championship in der vergangenen Saison in der Premier League etablieren. Bei den Clarets kannst du es ins erste Team schaffen, falls du Trainer Sean Dyche wirklich beeindruckst. In diesem Team könntest du dein Können vollständig entfalten. Es ist schwierig. Es ist kaum zu glauben, dass Chelsea als Titelverteidiger nur auf Platz 10 gelandet ist. Aber unter dem neuen Trainer Antonio Conte, der Italien im Sommer ins Viertelfinale führte, beginnt nun eine neue Ära bei den Blues. Auf dem Transfermarkt hat man schon in die Vollen gegriffen und Michy Batshuayi geholt. Was? Aber bei dieser starken Offensivkonkurrenz und dem Kader wirst du es verdammt schwer haben, ins erste Team zu kommen. Michy Batshuayi. So, jetzt bin ich gespannt bei Everton, ne? Die Toffees. In der Liga gibt es kaum eine talentiertere junge Mannschaft. Aber sein Potenzial kann der Club seit Jahren nicht abrufen. Die Everton-Fans hoffen, dass es unter der Führung von Ronald Koeman besser wird. Als junger Spieler würdest du gut in diesen jugendorientierten Club passen. Und Geld hat der Verein auch wieder. Die Gelegenheit wäre also wirklich günstig. Zurück zu Everton, man weiß es nicht. Yep, der schlafende Riese des englischen Fußballs. Die Reds muss man einfach auf der Rechnung haben. Seit sie ihre Erfolgsgaranten Steven Gerrard und Luis Suarez verloren haben, warten sie auf einen Helden, der den Glanz der 70er und 80er zurückbringt, als man eine wirkliche Macht war. Das Team ist ein guter Mix aus jungen und routinierten Spielern und Jürgen Klopp hat schon bewiesen, dass er junge Talente in Stars verwandeln kann. Aber seid ihr bewusst, dass du es angesichts der vielen Offensivkräfte sicher nicht leicht haben wirst. Vor allem nach der Verpflichtung von Sadio Mané und Jorginho Wijnaldum. Oro hat nach 7 Jahren wieder den Sprung in die Premier League geschafft. Und die Fans warten auf einen Helden, der den Verein jetzt noch weiter nach oben führt. Dir winkt jede Menge Spielzeit, in der du die Fans und Coach Aitor Karanka begeistern kannst. Obwohl die Saints immer wieder Top-Spieler verlieren, werden sie von Jahr zu Jahr besser. Das zeugt natürlich von einer vorzüglichen Nachwuchsarbeit. Und genau das könnte dein Vorteil sein. Die Saints-Fans hoffen, dass es unter dem neuen Trainer Claude Puel weiter aufwärts geht. Wenn du ihn überzeugst, stehen die Chancen auf einen Stammplatz für dich sehr, sehr gut. Das wäre natürlich was Southampton, ne? Sunderland. In der Regel schafft der Verein immer so gerade noch den Klassenerhalt. Aber man ist auf der Suche nach einem jungen, offensivstarken Hoffnungsträger. Wenn die Heldenrolle etwas für dich ist, könnte sich die Entscheidung für die Black Cats für dich auf jeden Fall auszahlen. Den Klassenerhalt hatte den Hornets fast niemand zugetraut. Aber dann konnten sie mit einem Platz im Mittelfeld doch viele verblüffen. Mich auch. An der Vicarage Road ist unter dem Ex-Intercoach Walter Mazzari eine neue Ära angebrochen. Und du könntest dabei eine Hauptrolle spielen. Vielleicht ist mit dir ja wieder ein Platz in der oberen Tabellenhälfte möglich. Da gefällt mir aber das Vereinslogo nicht, um echt zu sein. Hull hat verdientermaßen die Championship-Playoffs gewonnen und den Sprung in die Premier League geschafft. Deine Chancen auf Spielzeit wären hier mit am größten. Wenn du hier auftrumpfst, kann das der Beginn einer tollen Karriere sein. Fußball ist schon ein eigenartiger Sport. Vor 12 Monaten wäre Leicester fast abgestiegen. Und jetzt geht der Club als Meister in die neue Spielzeit. Was natürlich an der tollen Arbeit von Claudio Ranieri und am Teamgeist liegt. Die Titelverteidigung wird zwar schwer, aber der Verein will an die letzte Saison anknüpfen und auch im Europacup bestehen. Angesichts des recht dünnen Kaders stehen deine Chancen auf Spielzeit eigentlich recht gut. Leicester wäre dann vielleicht was, ne? City ist unter Pep Guardiola ein Top-Favorit in dieser Saison. Die Mittel des Clubs sind schier unerschöpflich. Bei Neueinkäufen wie Ilkay Gündoğan oder Nolito und Weltklasse-Stürmern wie Sergio Aguero hättest du es jedoch nicht leicht, ins Team oder gar in die Startelf zu kommen. Aber einen Versuch wäre es doch wert, oder?
Guardiola gibt Talenten gerne eine Chance, wenn sie ihn überzeugen können. Kingsley Coman ist das beste Beispiel dafür. Was war nochmal bei Menu? Ich weiß es nicht, um echt zu sein. Würdest du United gerne wieder an die Spitze bringen? Hm? Seit Fergus Abgang schwächelt man ein wenig, aber 20 Meisterschaften sind natürlich eine klare Ansage. Mit den Red Devils muss man nach wie vor rechnen, vor allem unter José Mourinho, der schon überall Pokale gehamstert hat. Eines solltest du jedoch bedenken. Sie haben Offensivkräfte ohne Ende im Kader. Ibrahimovic, Rooney, Rashford, Martial. Von daher gesehen wäre selbst ein Bankplatz schon ein echter Kraftakt. Früher stand Stoke nicht gerade für mitreißenden Fußball. Doch das hat sich unter Mark Hughes deutlich geändert. Jetzt wimmelt es im Team vor kreativen Offensivkräften wie Bojan oder Xherdan Shaqiri. Dennoch ist der Kader recht dünn gesät, sodass du gute Chancen auf einen Platz und viel Spielzeit in diesem ambitionierten Team hättest. Das wär's natürlich auch, ne? In der vergangenen Spielzeit konnte Swansea erst nach der Verpflichtung des neuen Trainers Francesco Gudulin überzeugen. Die Swans wissen, wie man junge Talente fördert und sich sogar hin und wieder einen Titel schnappt. Es ist zwar nicht das größte Team der Premier League, aber dafür eines der solidesten. Und du hättest sehr gute Chancen auf jede Menge Spielzeit in diesem Kader. Ja, das brauche ich halt, ne? Tottenham als nächstes. Ein Team voller junger Talente, das die Meisterschaft letzte Saison nur knapp verpasste. In den letzten 30 Jahren waren einige der besten britischen Spieler an der White Hart Lane aktiv. Lineker, Bale, Kane. Tolles Team für junge Spieler. Aber die Konkurrenz wäre erheblich. Allerdings mag Trainer Maurizio Pochettino junge Talente wie dich. Also hast du eine gute Chance, dich dort zu beweisen. Das wär's natürlich, nur Spurs. Tony Pulis kennt sich mit ergebnisorientiertem Fußball aus. Er schafft es überall, perfekt eingespielte Teams aufzustellen, mit denen sich jeder Gegner schwer tut. Deine Chancen auf Spielzeit wären hiermit am größten. Und wer weiß, vielleicht bist du mit deiner Offensivpower genau der Spieler, den die Baggies jetzt brauchen. Neues Stadion, Europacup, faszinierender Kader. Nachdem die Hammers jahrelang in der Versenkung verschwunden waren, haben die Fans jetzt wieder Grund zum Jubeln. Nach der tollen Vorsaison soll es auch in dieser Spielzeit erfolgreich weitergehen. Trainer Slaven Bilic hat ein Auge für Talente. Manuel Lanzini ist das beste Beispiel. Und die Fans lieben Lokalmatadore. Hier kannst du dir einen Namen machen. Es ist so, sollen wir mal, ich mach noch mal kurz Everton. Die Toffees. In der Liga gibt es kaum eine talentiertere junge Mannschaft. Aber sein Potenzial kann der Club seit Jahren nicht abrufen. Die Everton-Fans hoffen, dass es unter der Führung von Ronald Koeman besser wird. Als junger Spieler würdest du gut in diesen jugendorientierten Club passen. Und Geld hat der Verein auch wieder. Die Gelegenheit wäre also wirklich günstig. Aber komme ich zum Spiel so? Trainerwertungsziele 7-5 und 6-5? 8-5 und 7-5, ne? Das ist natürlich auch nochmal eine Hausnummer. Ja, was machen wir denn? Was machen wir denn? 8-5, 7-5, ja, das sind ja die Dinge eigentlich auch nicht unterschiedlich. Ne? Da haben wir auch 8-5, 7-5. Da ist es ja eigentlich wurscht, ne? Tottenham, ich schwank zwischen Tottenham und Everton, ne? Tottenham und Everton sind ja eigentlich fast gleich, ne? Nee, Everton ist ein bisschen. Da warst halt auch nicht, ne? Spurs ist halt mehr Herausforderung, ne? Wenn wir die Spurs nehmen, dann könnten wir auch Liverpool nehmen oder so, ne? Das ist so schwierig, ich weiß es nicht. Ich brauche aber halt Spielpraxis, ne? Bei Menu werde ich jetzt hier noch keine Spielpraxis haben. Wo
oder die Spurs. Ach, ich kann mich nicht entscheiden, Freunde. Ich kann mich nicht entscheiden. Spurs oder Everton? Ich traue es mir ja definitiv zu bei den Spurs, ne? Da hätten wir halt eine Chance, ne? Weißt was? Ich wechsle zu den Spurs, oder? Komm, mach mal. Dann steht's fest. Ich mach mich dann an die Arbeit und erledige die Papiere. Das hast du verdient, Alex. Ein bedeutsamer Tag, Alex. Krass. Ich mach das. Du wirst stolz sein, Großvater. Und es wird noch besser, junger Mann. Scheint, als hättest du und dein Freund Garrus denselben Geschmack bei der Auswahl eures Teams. Echt jetzt? Das ist wunderbar. Alter, wie geil ist denn das, bitteschön? Wie geil ist denn das? So, Social Media. Alter, hier geht's einiges. 7 Erwähnungen für Catherine Hunter. Ich bin stolz auf dich, Alexander. Mit deinen Top-Leistungen wird das Team dieses Jahr noch besser abschneiden. Mama ist stolz. Jonathan Northcroft. Ich bin nicht überzeugt, dass Tottenham mit Alexander und Rox Walker an den Erfolg der Vorjahres anknüpfen kann. Wo bleiben die Megatransfers? Michael Taylor heute. Nach Verpflichtungen wie Alexander und Real Gas Walker bin ich überzeugt, dass Tottenham die letzte Saison übertreffen wird. Da geht einiges. Karen Watson, die Youngster Alexander und Real Gas Walker haben Profiverträge bei Tottenham unterschrieben. Nachschub für die Ersatzbank? Fragezeichen. Alan Shearer. Alter, Tottenham gibt Alexander und Profiverträge. Wer kann in der Premier League zum Star werden? Alan Shearer, Alter, das ist... Wow. So, Gareth Walker, glaube ich, habe am selben Tag bei Tottenham meinen Profivertrag unterschrieben wie mein bester Kumpel Alex Hunter. Und nochmal Gareth Walker. Ich und Alex Hunter haben heute beim Sichtungslehrgang gezeigt, was Sache ist. Selbstbewusst ist alles. Die Premier League kann kommen. Danny Williams, du bekommst demnächst wohl ein Angebot, Alex Hunter. Na also, Wohltäter. Catherine Hunter, viel Erfolg, das hatten wir ja schon. So, dann switchen wir nochmal hier rüber. Letzte Saison. Tottenham will auch dieses Jahr wieder Großes leisten. Wird das gelingen? Zweifel sind angebracht. Gareth Walker, ich bin bereit, loszulegen und den Jungs zu einer noch besseren Saison als letztes Jahr zu verhelfen. Hashtag noch besser. Tottenham, ui, at Tottenham. Nach der grandiosen letzten Saison wünschen wir den Jungs alles Gute zum Saisonstart. Lasst sie uns unterstützen. So, Transfer-News. Die Nachwuchsspieler Alexander und Gareth Walker unterschreibt bei Tottenham. Achselzucken. Breaking News. Tottenham gibt Nachwuchsleuten Alexander und Gareth Walker Mehrjahresverträge. Fans fragen sich, wo bleiben denn die Stars? Und Tottenham. Tottenham hat heute die talentierten Nachwuchsspieler Real Gas Walker und Mr. Alexander unter Vertrag genommen. Spieler der Zukunft. So, Sichtungslehrgang. Jo, haben wir ja alles. Sehr geil, liebe Freunde, dann hätte ich doch gesagt, machen wir hier eine Folgenpause. Ich weiß, wir haben da wirklich nur labern lassen, aber ich fand es wirklich interessant, so ein bisschen, ja, so die anderen Vereine auch kennenzulernen, so wie die ticken, ob sie auf junge Spieler setzen, wie die abgelaufene Saison war, wie war die Vergangenheit und ja, fand ich doch persönlich sehr interessant. Wie gesagt, ich als großer, leidenschaftlicher Fußballfan, ich schaue mir alles immer an, was fußballmäßig hier irgendwie wo kommt. Deswegen haben wir zwar heute nichts trainiert, aber ich denke mal, mit den Spurs haben wir doch einen sehr, sehr geilen Verein gefunden. Und ja, damit machen wir dann morgen weiter bei FIFA 17 mit Alex Hunter und den Spurs. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, fürs Einschalten und bis morgen zu FIFA 17 mit, ja, habe ich mich schon erwähnt, ja, ihr wisst ja, ne? Macht's gut, ciao und servus.